Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Ja, Spur Z, mir reicht's. Ich hatte es ja irgendwann, ich glaube es war im Video Nummer 20 schon mal angedeutet, dass ich so langsam aber sicher die Nase voll habe. Ja, nun hatten wir die Zeit, wo wir alle zu Hause gesessen sind und ja, viel Zeit hatten. Und ich sitze so da und plane meine nächsten Schritte, wie ich so weiterverfahren will mit meiner Steampunk-Anlage. Sie ist ja doch sehr weit am Anfang, ihr wisst es ja. Und ja, es ging mir um Loks, die wollte ich digitalisieren, wollte ich fünfpolige Motoren einbauen und die ganze Geschichte, wie man das so macht, wenn man einen schönen Betrieb haben will. Hatte ja auch schon einige meiner Loks digitalisiert, mit 5-Polern ausgestattet, da wo es ging. Ja, jetzt kam das Riesenproblem. Es gibt viele, viele, viele Modelle von der Spur Z, wo man einfach keine Motoren, keine 5-poligen Motoren kriegt und auch sonst kaum noch Ersatzteile zu bekommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja versucht, vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran, ich habe in Kanada Motoren bestellt, die kamen nie hier an, da habe ich noch Stress gehabt und Trouble gehabt mit, nicht Stress und Trouble, ich habe es wiederbekommen, mein Geld, aber ich wollte die Motoren haben, ich wollte ja nicht mein Geld wieder haben, dann hätte ich ja gar nichts kaufen brauchen, da hätte ich ja mein Geld behalten können. Und ja, und viele, viele andere Sachen, die sich so irgendwo bei mir aufgestaut haben, wo ich mich so wahnsinnig geärgert habe, dass die Spur Z von Märklin so stiefmütterlich behandelt wird. Man kriegt kaum Modelle, alles sieht irgendwie gleich aus, man hat kaum Möglichkeiten, sich großartig zu entfalten. Natürlich, versteht mich nicht falsch, man kann sehr, sehr viel selber machen, man kann sehr, sehr viel bauen und basteln und machen, ohne Frage. Ich habe es auch gemacht. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, Mensch, komm, jetzt reicht's mir mal. Das muss denn wirklich nicht sein. Und da habe ich mir einfach Gedanken gemacht und überlegt, was machst du jetzt hier eigentlich? Du stehst relativ weit am Anfang mit der Steampunk-Anlage und noch ist es nicht zu spät. Ja, Spur Z ist ja auch relativ teuer, das ist aber nicht mein Grund gewesen. Aber egal, ich hatte ja viel, viel Gleismaterial da. Ich hatte viele Dinge im Vorrat liegen, einen ganzen Haufen Lampen, Fahrzeuge, Bausätze, Pflanzen, Bäume, alles was man so braucht und benutzen möchte für eine Bahn, habe ich ja alles schon liegen in diesem kleinen Maßstab. Also fiel mir die Entscheidung wahnsinnig schwer, genau die Entscheidung. Das heißt, ich sage jetzt Tschüss Spur Z und baue in der nächstgrößeren Spurweite Spurende nämlich weiter. Hier sieht man es schon, ich habe schon angefangen, oder beziehungsweise ich habe ja erstmal angefangen, die ganzen Gleise hier runterzureißen, so vorsichtig wie möglich. Ich habe ja nur, möchte die Gleise aufheben, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe ja immer schon geplant, also ich sage nicht ganz Spur Z, tschüss, sondern ich werde anders weiterbauen. Das heißt, die Spur Z, die wird dann andere Anlagenformate bekommen. Das heißt, da wird eine Weihnachtsanlage gebaut, in einem Koffer drinne, auf einer Holzscheibe. Ich habe so viele Ideen, die ich auf jeden Fall verwirklichen werde. Also ich mag die Spur Z nach wie vor. Nur für die Hauptanlage, für die Spur, für die Steampunk hier. Da möchte ich jetzt gerne umsteigen oder bin umgestiegen auf die nächste größere, wie gesagt, die Spur N. Das habe ich also jetzt gemacht. Funktionierte sehr gut. Es tat in der Seele weh, das alles runterzureißen, weil ich habe ja auch wahnsinnig viel schon da an Gedankengut und allem möglichen einfließen lassen. Aber ihr seht ja, der Grund ist ja geblieben. Es sieht natürlich jetzt, weil das runtergerissene, der Untergrund alles ein bisschen seltsam aus. Hier vorne zum Beispiel unter dem Flexgleis, was ich gerade mit meiner linken Hand abgedeckt habe, da kommt dann noch was drunter. Das bleibt ja nicht so. Ich habe es auch nachher noch gemacht mit Styrodur. Ging recht gut. Und dasselbe ist hinten auch mit dem Kreisel von meiner linken Hand jetzt hoch nach links gesehen. Da kommen wir noch ein paar Bilder dazu. Ich muss natürlich ein bisschen anders bauen, weil die Radien, gut, man kriegt den R1 Radius bei der Spur hier ganz gut hin. Und ich bin ähnlich von der Bauweise. Im Gegenteil, ich habe es möglich gemacht, dass ich mehr Variationen sogar noch hereinbekommen habe jetzt.
Ich bin schon ein bisschen weiter, als man hier sieht. Hier sieht man übrigens ganz witzig, die Idee habe ich beibehalten von meiner Spur Z. Das heißt, die Gleisantriebe laufen hier ähnlich. Ne? Die habe ich nach unten mit diesen Holzstabstäben gezogen, als Umlenkrolle oder als Umlenkgelenk. Schöner Satz. Und ja, die Motoren, die sitzen alle vorne am Anlagenrand dann bei mir. Das heißt, ich kann später immer mal wieder ran. Das habe ich also beibehalten. Das habe ich ja auch hinten in der Weiche reingemacht. Auch die Verbindungen lasse ich so, wie sie früher gemacht hatte. Hier geht der Weichenantrieb zum Beispiel nach links weg, über dieses Holzstückchen jetzt hier. Hier vorne links ist auch gleich der Motor. Da ist er. Funktioniert prächtig. Vorteil, ich komme mal ran, ich kann alles einstellen und so weiter und so fort. Das brauche ich ja, weil ihr wisst es ja oder auch nicht. Also wer schon länger meine Videos guckt, weiß, dass ja eine Schrankanlage ist hier. Man hat es ja ganz am Anfang gesehen, wo ich das Rollo hochgelassen habe. Ich komme ja nicht von unten und von hinten an meine Anlage rein. Ich kann ja bloß das von vorne alles mitnehmen. Apropos Anlage. Wie gesagt, alles bleibt gleich. Der Gleiswendel oder mein sogenannter Schrankwendel bleibt gleich. Die eigentliche Anlage hier bleibt gleich. Hier sieht man übrigens, was ich ausgetauscht habe. Das Gleis da hinten rechts, das führt nicht mehr links um die Kurve hier rum, sondern es geht nach hinten auf die andere Anlage mit drauf, auf die andere, nicht Anlage, auf das andere Gleis mit drauf, mit einer Kurvenweiche. Und dann führt die natürlich dann hinten, die kriegt den kleinen Kreis hier vorne nicht mehr hin. Die führt jetzt hier hinten drauf. Und ja, da ist alles möglich. Dann geht es weiter nach rechts von meiner Anlage. Wir kommen mit Sicherheit leider mal Bilder dazu. Hier sieht man, ach, hier sieht man übrigens die Loks, die ich schon habe. Die sind auch allesamt schon digitalisiert. Alle schon, manche waren schon digitalisiert, so wie hier oben die BA94. Dann hier unten die sind eigentlich alle schon soweit fertig. Die V200 oben habe ich schon umgebaut. Dann habe ich mich natürlich mit Gleismaterialien eindecken müssen. Hier sehen wir übrigens die Umlenkung für meine Weichen mit Gleismaterial eindecken müssen. Ich habe bis die ganzen Lampen schon wieder da. Ich habe die Signale schon gekauft. Ich habe also hier viel Geld schon wieder investiert. Und habe aber natürlich auch viel Geld schon eingenommen über den Verkauf meiner Z-Sachen. Und dadurch ist das eigentlich ganz gut ausgeglichen worden. Und das passt schon irgendwo. Die Anlage ist nach rechts hin größer geworden. Ich habe auch meinen Schrank erweitert. Der eigentliche Teil, vielleicht sehen wir es, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles, ich habe die Videos hier alle in loser Reihenfolge reingemacht. Hier sehen wir mal einen Schwenk hier rechts, war übrigens Schluss, genau da hinten sehen wir es. Das heißt, der Teil des Schrankes hier rechts ist dazugekommen und die Türen habe ich hier umgebaut, so dass ich nachher immer alles noch schließen kann und habe immer, wenn jemand mein Zimmer betritt, eine Schrankwand. Natürlich mit einem großen Rollo davor. Hintergründe, das wird alles angepasst mit Airbrush, das wird alles nachher unsichtbar, das ist erstmal reingeklebt worden. Hier vorne ist der neue Testwendel übrigens, auch in der Spur N logischerweise, jetzt früher war er ein bisschen kleiner mit der Spur Z. Mein Chaos auf der Platte ist geblieben, so wie es war. Hier links im Schrank der Wendel. Ich hoffe, ja, da sieht man auch hier mein Chaos-Schrank. Mein Wendel ist geblieben. Der ist noch mit Z-Gleisen ausgestattet. Das wird natürlich auch ein N werden. Das kommt aber alles Schritt für Schritt. Und da werde ich euch natürlich dann wieder auf dem Laufenden halten. Wir auch wieder versuchen, mehr live zu basteln, wo ich dann ja direkt dabei bin. Hier sehen wir mal den Überblick. Die Planung geht noch weiter. Wir werden sogar nach rechts weiterkommen. Das geht nachher auf die andere Seite des Zimmers noch mit rein, mit einer Art Brücke oder sowas. Naja, und jetzt sehen wir, mein Rollo geht zu. Ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht unbedingt haufenweise Abonnenten bei der ganzen Geschichte, dass ich jetzt hier von Z auf N umsteige. Aber ich denke mal, viele werden es akzeptieren, dass ich das mache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei bleibt, wenn ihr das Video zum ersten Mal seht. Klickt auf Abonnieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt mache ich hier den Schrank auch noch zu. Und dann sieht man, dass hier ganz einfach nur noch eine Schrankwand steht und keine Eisenbahnanlage. Darum ging es mir ja schon immer. Natürlich, wie gesagt, das Rollo, das ist da. Ja, ich freue mich. Jetzt Licht noch aus hier. Zack, das kommt vielleicht später auch mal noch von außen zu bedienen. Und jetzt noch rein damit. Und das wäre es erstmal für heute. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei bleiben wirst oder vielleicht dazu kommst. Ich freue mich drauf. Es wird uns viel, viel erwarten. Wir haben viel zu tun. Und ich sage, macht schön gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Aquapainter. Tschüss.